Alle Jahre wieder stürzen sich Tausende ins Getümmel, nehmen chaotische Parkhäuser, überfüllte U-Bahnen und italienisch pünktlich fahrende Flughafenbusse in Kauf, um sich auf der großen Motorradmesse ICMA schöne Mädchen anzusehen, was sonst in Mailand. Okay, ein paar neue Bikes, Quads und Side-by-Sides gab's dann auch vom 19. bis 21. November 2015. Zwar weniger bei Kymco, dafür umso mehr bei CF Moto. Bei den Side-by-Sides der Z4-Serie gibt's jetzt auch einen Einsteiger mit 500 Kubik und die Tausender als Jubiläumsmodell. Das Highlight präsentiert uns Gidre allerdings mit der C-Force 450, dem brandneuen 400 Kubik ATV des chinesischen Herstellers, das bei uns zum Kampfpreis von weniger als 5000 Euro zu haben sein wird. Badlock-Felgen von Hyper bei Schurmann und Polaris zeigt ganz groß sein nagelneues Spaßmacher-Dreirad Slingshot. Keine Spur auf der ICMA 2015 allerdings von den Side-by-Sides der General-Baureihe, die Polaris jüngst in den USA präsentiert hat. Schade eigentlich. Trösten konnten wir uns mit den aktuellen ATVs der Sportsman- und Scrambler-Serien sowie den RZR Side-by-Sides und Ranger UTVs. Eher was für die City sind die Quadro-Roller, die mit vier Rädern irgendwie auch als Quads durchgehen. Maxis Bighorn-Reifen zeigt Carlyle mit seiner neuen ATV- und Side-by-Side-Pelle die Zähne, die sowohl über eine Straßenzulassung als auch über eine M&S-Kennung verfügen wird. Auf dem Touratech-Stand glänzte mit dem jüngst präsentierten Aventuro Mod der erste klappbare Enduro-Helm des Abenteuerausrüsters aus dem Schwarzwald. Und die Helden aus dem Allgäu zeigen Boots, Hosen und Jacken, die auch auf dem ATV eine gute Figur abgeben. Bei Magna aus Holland gibt's ein neues Verschlusssystem am Hals, das ohne kratzigen Klett auskommt. Held zeigt zum 75-jährigen Bestehen seinerzeitige Arbeitsweisen und feiert mit Jubiläumsgewinnspiel. Parts Europe hat seit neuestem die Reifen von AMS im Programm, Profile für ATVs, Quads und Side-by-Sides made in USA. RBS aus Spanien zeigt neben seiner bereits bekannten Aventuro 900 jetzt auch die brandneue Atacama 1200. Bei Yamaha stand, wie kaum anders zu erwarten, das jüngst präsentierte Supersport Side-by-Side YZX1000R im Mittelpunkt bei den Allradfahrzeugen. Als Spezialist für Gepäcksysteme bietet Gifi nun auch ein üppig dimensioniertes Topcase für ATVs. Was Zubehör betrifft, lässt sich CF Moto nicht lumpen und bietet ein Komplettprogramm für seine ATV, Side-by-Side und UTV-Modelle. Bei Acewell gibt's neben den bekannten Infodisplays nun auch formschöne Rundinstrumente mit moderner Technik zur Freude der Pimper- und Customizing-Szene. Ja, die 600er Aeon soll nun doch kommen und das ATV macht mit LED-Tagfahrleuchten besonders schöne Augen. Wie natürlich auch das Mailänder Aeon Model, deswegen sind wir schließlich hier. Neu bei Aeon außerdem ein ordentliches 200 Kubik ATV für bescheidene 3000 Euro. Da wird's eng für die Billig-Chinesen.